Ja, willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal kein Speedart. Nein, es ist eher eine Bildvorstellung für die deutsche Community. Denn ich habe ein tolles Bild gemacht. Und zwar für Gronkh und Salazar. Vor circa 8 Monaten hatte ich schon eins gemacht. Für ihre Live-Show am Freitag. Und jetzt habe ich neues erstellt. Und ja, das möchte ich euch gleich mal eben zeigen. So, ich schwenke jetzt drüber und da sieht man es schon. So, dieses wunderschöne Bild hat die Maße 140, oder besser gesagt 104 mal 140. Also das ist schon ordentliches Kaliber. Und da sieht man die zwei, unsere Superhomies. Und dieses wunderschöne Bild werde ich Ihnen schicken. Und dann hoffe ich mal, dass die es bei sich aufhängen. Also ich bin dann sehr gespannt auf Ihre Live-Show, auf die nächste oder wann auch immer das sein wird. Und hier oben habe ich übrigens noch ein kleines Poster und hier noch ein kleineres. Eine Info zu denen. Dieses hier und dieses, der für mich gekauft, die sind in der Größe A3 und 60x80. So, und jetzt gebt euch mal, das hier ist A3. Also das ist schon ordentlich groß. Und da dazu, zu dem ganzen Poster, schicke ich Ihnen noch ein paar kleine Karten, und zwar von anderen Bildern, die ich gemacht habe. Die kennt man wahrscheinlich. Na gut, das ist jetzt ein bisschen rot. So sieht man es besser. Das Beast, dann Reflection, dann hier ihr Gronkh und Salazar, der Superhomies Poster. Und noch die beiden. Einfach nur zum Mitschicken, vielleicht gefällt es Ihnen ja. Kann man eher nie genug von meinen Bildern haben. Dann hier noch eine Visitenkarte, einen Brief. Und noch zwei Buttons, aber wir sind nur nebenzu. Das eigentlich Wichtige ist dieses wunderschöne und riesige Bild. Also das ist wirklich Top-Qualität, sehr groß und echt richtig cool. Also zum Vergleich kann ich es ja mal zeigen. Ich habe hier gerade einen Controller noch. So, ich tue den mal da dazu. Das hier ist ein 360-Controller und naja, man sieht schon, es ist echt groß. Das hat mich selbst überrascht, als ich es bekommen habe. Und das Ganze wird dann hier reingesteckt und dann geht's ab nach Köln ins Studio. Ja, wollte ich euch mal eben zeigen. Vielleicht, ich weiß noch nicht genau, aber vielleicht gibt es dann noch zu kaufen, und zwar in dieser Größe hier. Ich bin mir noch nicht sicher. Das wird sich noch klären. Aber ihr werdet informiert. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich gerne auch über Kommentare freuen, wie ihr denn das Bild so findet. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.